Was man bei uns über die Strategieentwicklung wissen muss, ist, dass das bei uns relativ schnell passiert. Also in den letzten 2 Jahren hatten wir immer wieder mal große Schritte gemacht, weil wir auch einfach an unserem Selbstverständnis kontinuierlich weiterarbeiten. Und ein maßgeblicher Punkt war da, dass wir diesen Wunsch nach Sicherheit und Stabilität für die Zukunft bei uns im Team aufgegriffen haben. Das hat bei uns so eine dermaßen große Bedeutung, dass wir halt auch gelernt haben, ja, okay, man muss sich selber auch irgendwie sicher fühlen, damit man selbst sich in die Lage versetzt sieht, für seinen Kunden auch das Optimum einfach rauszuholen und um anderen einfach mehr zu helfen. Und daraufhin haben wir auch unsere Strategie ausgerichtet. Wir haben dafür gesorgt, dass wir uns am Markt weiter diversifizieren, indem wir neben unseren, ja, Softwareentwicklungsberatungen auch IT-Service-Management anbieten. Wir sehen uns selber auch als Premium-Dienstleister und wollen uns da auch immer kontinuierlich weiterhin entwickeln, was dazu geführt hat, dass wir 80% für unseren Kunden arbeiten möchten und 20% dafür investieren, dass wir uns fort- und weiterbilden. Und um unserem Kunden noch mehr zu helfen, war eigentlich so der maßgebliche Punkt, dass wir verstanden haben, wir sind nicht nur die IT-Bude. Das waren wir auch noch nie. Wir sind immer in Kundenprojekten reingegangen mit einem ganz festen Scope. Wir machen Softwareentwicklung oder Architekturberatung oder ein Review. Aber wir haben eigentlich immer die gesamte Wertschöpfungskette betrachtet von unserem Kunden und haben da punktuell strategisch und operativ beraten. Und das war für uns auch so ausschlaggebend, dass wir sagen, ja, dann positionieren wir uns jetzt eben auch als Gesamtlösungsanbieter. Und auf all diese Ideen kommen wir eigentlich auch nur, weil wir nahezu täglich reflektieren, ob unsere Strategie noch zu den aktuellen Gegebenheiten oder auch für die Zukunft noch passt. Also das geht so weit, dass ich mit meinem Sohn zusammen im Auto sitze, auf der Autobahn fahre, dann aber unbedingt auf den Rastplatz fahre, um Uli noch mitzuteilen, ja, also lass uns doch mal das so aufspannen, dass wir ein Gesamtlösungsanbieter sind, um dann zu erfahren, dass du, Uli, ja schon genau den gleichen Gedanken davor hattest. Ja, man könnte auch sagen, wir sind wahrscheinlich ein bisschen Ja. Freaks. Ja, um da auch mal ein paar Beispiele zu untermauern, weil zu einem hohen Reifegrad gehört auch, dass die Strategie partizipativ und dezentral entwickelt wird. Das heißt, dass die Mitarbeiter da auch in ihrem Maße, wie sie es können, das Ganze mittreiben, vorantreiben. Und natürlich haben wir auch, wie manche andere Firmen, nur vielleicht in niedrigeren Abständen, haben wir, also mindestens einmal im Jahr beim Teamausflug geht es ganz viel ums Thema Vision und Werte, und dadurch dann auch abgeleitet eben in die Unternehmensstrategie. Wir haben 2018 im Januar auf Teneriffa haben wir damit angefangen und haben Sachen zu Papier gebracht. Im November 2019 haben wir komplett mit allen Mitarbeitern wirklich auf den Punkt ausformuliert unsere Strategie, Entschuldigung, unsere Unternehmensvision, unser Mission Statement, unsere Werte, die Werte mit Beispiele. Also es ist alles vor Ort komplett ausgearbeitet, vorgestellt worden, bis es für jeden rund war, bis jeder verstanden hat. Man merkt auch bei der Ausbildung oder beim Onboarding, es wird nonstop über Unternehmensvision und Unternehmensleitbild gesprochen. Und die meisten, wenn es dann mal zu einem Dissens kommt, den man auflösen muss, dann ist unsere Erfahrung, wenn es über die Werte geht, ist es sehr häufig sehr schnell aufgelöst. Ne? Also gibt es hier ein Verhalten, was gegen unsere Werte verstößt? Wenn ja, wie kam es dazu? Und aus meiner Sicht, wenn man eben sich den Werten dann auch verpflichtet fühlt, dann ist es auch schnell geklärt. Und dementsprechend können dann die Mitarbeiter überhaupt dadurch, dass die Unternehmensvision und die Unternehmenswerte und das Selbstverständnis wirklich partizipieren, mitentwickeln, können sie auf der strategischen Ebene dann auch Sachen einbringen. Das ist ein gravierender Unterschied. Ich vermute, dass man bei vielen Unternehmen eher schräg angeguckt wird, wenn man da mitreden möchte oder was einbringt und so, ja, guck du erstmal auf deine Sachen und da bist genug beschäftigt. Und bei uns wird man eher sogar, ne, dazu ermutigt und reingezogen immer in das Thema. Ne? Selbst in den Vorstellungsgesprächen, wenn da jemand mit drin ist, ne, ist meistens schon in den ersten ein, zwei Gesprächen, wird da ganz intensiv drüber gesprochen. Ne? Und das ist für uns dieser hohe Reifegrad der Strategie, unserer Strategie.